Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Da sind wir wieder. Ich konnte ein wenig schlafen und fühle mich nun dazu befähigt, etwas zur Sony-Konferenz zu sagen, denn darüber muss man nun wirklich mal reden. Ja, Sony ist ja bekannt dafür, am Abend der großen Konferenzen, zu Beginn der E3, gerne mal, den krönenden Abschluss zu bilden. Aber was sie gestern veranstaltet haben, beziehungsweise je nach Zeitzone heute Morgen, das kommt drauf an, wo man wohnt. Das war Irrsinn. Vermutlich war das alles gar nicht real. Ich habe zu viel Kaffee getrunken und mir das alles eingebildet. Aber ich glaube, ich sollte vielleicht doch mal erwähnen, was ich da so für irrsinnige Sachen mir eingebildet habe. Nun gut, es ging gleich zu Beginn los. Es gab erst mal wieder ein, ja, war es ein Trailer? Eigentlich nicht. Es sah schon irgendwie mehr nach Gameplay aus. Aber was wurde gezeigt? Last Guardian. Endlich mal wieder. Und es scheint, dass das Spiel jetzt tatsächlich mal irgendwann erscheinen wird. Das hat natürlich den Nachteil, dass wir aufhören müssen, unsere Späße zu machen bezüglich, ja, dieses Jahr kommt, wird es aber gezeigt, aber dieses Jahr wird es gezeigt. Und dann brauchen wir dann ein neues Spiel. Das sah alles ganz interessant aus. Das Konzept hat man ja schon mal gesehen mit dem kleinen Jungen, der dieses große, chimärenartige Monster dabei hat und dem man dann gewissermaßen Befehle geben kann. Aber das Monster hat halt seinen eigenen Charakter und da muss man dann ein bisschen drauf eingehen. Das war ganz nett gemacht so. Musste oder er hat die große Kreatur genutzt, um seinen Weg durch eine Ruine zu finden. Das war sehr nett. Gerade auch, weil das Monster sehr mit sehr viel Charakter dargestellt wurde. Es sieht eigentlich ganz schön seltsam aus, weil es aus verschiedensten Tieren besteht. Es ist ein bisschen Katze, ein bisschen Hund, ein bisschen Vogel, vielleicht auch ein bisschen Hyäne. Und es ist verdammt groß. Aber trotzdem, es wirkt trotzdem irgendwie wie so ein nettes, kleines, liebes Haustier. Es fiept die ganze Zeit herum. Wenn es Angst hat, gibt es laut von sich. Und wenn es zufrieden ist, schnurrt es. Und das fand ich schon ganz cool. Ja. Da gab es auch eine Szene, da stand so ein komisches Zeichen oder Totem oder Siegel oder so. Und das Tier hatte halt Angst davor und das musste entsprechend dann runter, sozusagen von der Plattform geschmissen werden, damit das Tier sich dann ranwagen kann, was dann aber darin resultierte, dass die Plattform unter dem Jungen zusammenkrachte, woraufhin er mit einem gewagten Sprung sich nur retten konnte, sozusagen gegen den Schweif des Tieres, um dann an dem hochzuklettern. Es war schon sehr cool gemacht, man muss dann halt abwarten, wie das richtige Spiel wird. Es wurde aber gesagt, dass es wohl 2016 dann endlich soweit sein soll. Weiter ging es mit einer Neuankündigung. Und zwar ein relativ interessantes Konzept. Das Spiel nennt sich Horizon Zero Dawn. Und es ging wohl darum, dass man spielt ein Mädel aus so einer Art, ja, Stammeskultur. Und der Witz ist aber, dass man in einer Welt lebt, in der sozusagen schon mal eine Hochkultur existiert hat. Ob das jetzt Menschen waren, vermutlich. Aber die sind mehr oder weniger untergegangen. Und die Welt wird jetzt von Maschinenwesen, die sehr, sehr nach Tieren aussehen, also Maschinentieren, beherrscht. Und es gab ein kurzes Stück Gameplay zu sehen, wo das Mädel halt sich mit, die war sozusagen auf der Jagd, hat diese Maschinentiere gejagt. Wofür genau, weiß man jetzt nicht, weil sehr nahrhaft sind die sicherlich nicht. Aber das war schon sehr cool gemacht. Gab es ein bisschen kleine Tiere, die sie gejagt hat. Das hat gut funktioniert. Dann kam sowas Ähnliches wie ein ja, Tyrannosaurus, kann man sagen, in Roboterform. Und das war schon sehr cool inszeniert. Er hat dann rumgeschossen und sie musste ihm aus einzelne Teile abschießen. Da irgendwie hat sie ihm einen Raketenwerfer von der Seite geschossen, konnte den dann selber nehmen und so. Und sie hat halt die ganze Zeit so einen Bogen benutzt. Keinen realistischen, das war halt mehr so die Variante aus Turok, so ein Tech-Bogen. Aber das sah alles sehr schön aus. Man hatte eine tolle Weitsicht. Das war sehr detailreich. Sah wirklich sehr gut aus. Wenn das wirklich Gameplay war, kann man gespannt sein. Ich finde das Setting sehr interessant. Also, das ist wirklich mal was Neues. Diese Idee mit der Stammeskultur, diese sehr einfache Gesellschaft, dann so, nachdem eigentlich die Welt schon untergegangen ist. Da kann man gespannt bleiben. Es wurde nicht allzu viel dazu verraten, aber es sah wirklich schon toll aus.
Als nächstes kam Hitman, das neue Hitman, was auch scheinbar keinen neuen Untertitel hat. Es wurde mit einem netten Trailer angekündigt, der aber nicht wirklich viel verraten hat. Es ist halt nur klar, 47 ist wieder da. Aber wann das spielt, es vermutlich nach den, also spielt vermutlich nach den anderen Teilen, weil gesagt wird, es die Frauenstimme, die man so kennt, die einem immer die Aufträge gibt, sagt halt, ja, schön, dass sie wieder da sind, 47. Das legt nahe, dass das wohl danach spielt. Es wurde aber auch nicht wirklich viel dazu verraten. Es hieß nur, dass die PS4-Spieler wohl exklusiv in die Beta reinkommen, wenn sie das Spiel vorbestellen, und dass PS4-Spieler einen Satz Bonusmissionen erhalten. Dann ging es mit Street Fighter 5 weiter. Da wurde aber in dem Sinne auch nur mal kurz ein bisschen Gameplay gezeigt, oder beziehungsweise so ein Gameplay-Trailer. Und es wurde gesagt, dass die Beta für Street Fighter am 23.07.2015 stattfindet, auf der PS4. Dann ging es weiter mit dem Spiel No Man's Sky, was ja schon im letzten Jahr ziemlich viel Aufregung gesorgt hat. Dieses Open World, Weltraum, Erkundungs-Sandbox-Spiel. Und der Chefentwickler, der hat mal kurz eine Gameplay-Präsentation gezeigt und hat halt. Ja, was hat man gesehen? Im Endeffekt das, was man schon in den Trailern gesehen hat, das ist halt wirklich das Gameplay. Erst startet man er ist halt am Anfang im All in seinem kleinen Shuttle und kämpft da ein bisschen. Und dann geht er auf einmal auf die sozusagen Sternenkarte und zeigt sie und meint dann so, ja, jeder Stern ist ein Sternensystem mit mehreren Planeten. Und dann zoomt er raus und zoomt raus und zoomt raus und zoomt raus. Und dann sind ein paar Milliarden Planeten und er meint auch so, ja, wahrscheinlich werden die meisten niemals von irgendwem entdeckt werden. Ich persönlich fand das ziemlich cool. Ich weiß immer noch nicht genau, also wie das konkret dann auf lange Sicht sich spielt. Weil er hatte nur 3 Minuten, da konnte er nicht viel zeigen. Er ist aber halt dann mal zu einem anderen Planeten geflogen, meinte auch, ja, hier ist schön. Hat dann auch gezeigt, dass die Planeten wohl zerstörbar sind, hat dann mit einem Laser angefangen, so einen Berg auseinanderzunehmen. Das war schon ziemlich cool. Allerdings tauchen dann Maschinenwesen auf, die Sentinels, und die verteidigen wohl die Planeten, damit das nicht ganz so leicht ist. Das sieht immer noch super cool aus. Das Spiel hat immer noch das Potenzial, ein totaler Hit zu sein, wodurch die Leute komplett ihr Leben aufgeben. Das kann aber auch dort total dumm werden. Also müssen wir abwarten. Es wurde halt immer noch nicht gesagt, wann es kommt. Er hat versprochen, bald gibt es ein Release-Datum, aber mal abwarten. Dann wurde ein neues Spiel vorgestellt, wobei Spiel da schon fast nicht mehr richtig, das nicht mehr der richtige Begriff ist. Das nennt sich Dreams. Und bei Dreams geht es eben, also die Idee sollte sein, dass man in einer großen offenen Welt mit mehr anderen Spielern sozusagen so eine Art Traumlandschaften erkunden kann. Und die Idee ist einfach, das ist im Endeffekt ein Editor, mit dem man so Szenerien bauen kann, kann man sagen. Man kann 3D-Objekte bauen und die kann man animieren. Und so daraus kann man dann surreale Szenen basteln. Und es geht wohl darum, dass dann die Spieler weltweit ihre Szenen bauen und dann kann man da halt seine eigenen Sachen bauen und sich die von den anderen angucken. Das sieht sehr cool aus. Also das ist wirklich was Tolles für kreative Leute. Das ist aber kein klassisches Spiel in dem Sinne, weil man erreicht jetzt kein Ziel oder sowas. Das sah aber super cool aus. Das ist auch total schwer zu beschreiben. Da muss ich wirklich sagen, da müsst ihr euch mal das Video dazu anschauen, was ihr dann später in meinem Artikel auch finden könnt. Das war wirklich sehr bizarr, aber wirklich sehr interessant. Also da zeigt sich mal wieder, dass es tatsächlich noch ein paar originelle Ideen im Spielesektor gibt. Dann ging es kurz um Firewatch, das Open-World-Spiel, bei dem man halt alleine im Wald herumläuft und nur sein treues Funkgerät hat, um mit seiner Kollegin, die dann in der Basisstation sitzt, sich zu unterhalten. Man ist halt so ein, ja, Firewatch, also so eine Art Feuerwächter. Man passt auf, dass der Wald nicht abbrennt, sozusagen. Und da sind aber wohl komische Leute unterwegs, die da die Telefonleitung kappen und sowas. Und es geht dann halt darum, herauszufinden, was machen die da und dass die einen nicht schnappen. Sieht sehr interessant aus. Ja, muss man halt auch abwarten, wie sich's dann spielt.
Wo man schon weiß, wie sich spielt, das ist Destiny. Und für Destiny wurde die neue Erweiterung angekündigt mit dem Namen The Taken King. Und ja, es gab einen hübschen Trailer mit ganz vielen Szenen, aber das macht nur Sinn, wenn man ein bisschen Ahnung von Destiny hat. Im Endeffekt, man sieht Leute rumlaufen und schießen und neue Gegner. Ja, es wurde angekündigt, dass das am 15.09.2015 erscheinen wird. Ja, ist halt Destiny. Destiny war so ein Spiel, da habe ich mich am Anfang total gefreut und als ich dann gesehen habe, wie sie es eigentlich spielt, kam die totale Ernüchterung. Ich dachte mir so, Juhu, nächstes Spiel bitte. Das braucht man nicht unbedingt. Naja. Dann kam auch jetzt bei Sony ein Assassin's Creed-Blog. Da wurde in dem Sinne auch nichts Neues gezeigt. Es wurde ein bisschen die Schwester des Hauptcharakters vorgestellt, die heißt Evie. Und es wurde angekündigt, dass man auf der PS4 wohl ein Bonus-Missionspaket erhält namens Dreadful Crimes. Ja, schweres Wort. Und die kann man wohl auch mit beiden Figuren spielen, aber ja, Assassin's Creed halt, ne? Dann kam was Bizarres. Es wurde halt ein neues Final Fantasy angekündigt. Das heißt World of Final Fantasy. Der Trailer war sehr seltsam. Es gab mal diese kleinen Knuddel, es gab mal 3D-Figuren, also die Figuren waren immer 3D, aber es waren mal kleine Knuddelfiguren. Dann sahen sie Erwachsene aus, es tauchten Figuren auf, die man wirklich aus Final Fantasy kannte. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was eigentlich passiert ist. Das scheint wieder so eine große Fanservice-Aktion zu werden. Da muss man abwarten, was das nun konkret sein soll. Es wurde auch überhaupt nicht gesagt, worum es eigentlich geht. Es wurde nur gesagt, dass das 2016 für PS4 und PS Vita kommt. Ja, ich persönlich bin durchaus Final Fantasy Fan. Aber ich muss halt auch erstmal sehen, was zum Teufel soll das eigentlich sein. Im ersten Moment dachte ich, machen die jetzt Evoland mit Final Fantasy. So von wegen, dass man durch die Generationen sich durcharbeitet. Weil der Stil sich halt mehrfach verändert. Vielleicht wird es ja tatsächlich sowas. Aber ich weiß es selbst nicht genau. Ja. Und dann ging es weiter. Sony hatte wirklich, also dann habe ich mir nämlich eingebildet, dass Sony gesagt hat, dass tatsächlich ein Final Fantasy VII Remake kommt. Also es wurde ein ziemlich toller Render-Trailer gezeigt, der so mehr oder weniger das Intro nachstellt. Ich muss gestehen, ich selber habe Final Fantasy VII nicht sehr weit gespielt. Das liegt einfach daran, dass ich das, als es rauskam, hatte ich selbst keine PlayStation, ne? Ich bin erst mit der 8 eingestiegen und die 7 habe ich erst nachgeholt, vor kurzem mal auf Steam. Und das ist so hässlich mittlerweile, das kann man nicht mehr spielen. Also ich persönlich, das ist tatsächlich das ist somit das einzige Final Fantasy, was ich aufgehört habe. Einfach weil das technisch schon so unglaublich veraltet ist und weil das im Gegensatz zu Teil 6 zum Beispiel mit seiner netten 16-Bit-Grafik, das funktioniert einfach nicht mehr. Das Remake finde ich dafür sehr interessant, weil dann hätte ich auch mal die Gelegenheit, das nochmal zu spielen. Auch wenn im Endeffekt die Geschichte schon bekannt ist, weil sie dir, wenn es um Final Fantasy geht, immer links und rechts um die Ohren gehauen wird, weil ja 7 angeblich der beste Teil sein soll. Das halte ich persönlich für ein Gerücht. Aber es ist eine tolle Sache. Ich glaube, die Fans drehen total durch. Man muss halt gucken, wie das Spiel dann aussieht, weil Render-Szenen machen ist kein Problem. Wenn aber das Spiel entsprechend auch die PS4-Grafik ausnutzt, wird es verdammt cool. Und dann werde ich es entsprechend, wenn es die Möglichkeit ergibt, endlich auch mal nachholen. Einfach um auch sagen zu können, ich habe auch die 7 mal gespielt. Dann ging es um Indie-Spiele, zu denen wieder mal gar nichts gesagt wurde. Da gab es nur Szenen. Ja, das ist halt wieder der Klassiker. Da muss man dann konkret auf Präsentationen der Spiele warten. Und weil ja Last Guardian und Final Fantasy VII Remake noch nicht gereicht haben, dachte sich Sony, komm, wir kündigen noch was an. Wobei man hier sagen muss, das läuft nicht über Sony, aber sie dachte, die Ankündigung war halt in der Sony PK. Und das war schon ziemlich irre, weil dann wurde erstmal gesagt, hier, Shenmue 3 wird jetzt per Kickstarter finanziert und wenn die Leute das wirklich wollen, wird es halt endlich gemacht, ne? Ich habe vorhin mal reingeguckt, der Kickstarter läuft noch nicht mal 12 Stunden und wir sind schon bei über 2 Millionen gewesen. Wahrscheinlich ist es jetzt schon wieder mehr. Also sehr albern. Wenn ihr Shenmue 3 wollt, dann besucht die Kickstarter-Seite und lasst ein bisschen Geld da.
Also, das ist schon eine tolle Sache. Also, ich habe selber Shenmue auch wieder nicht gespielt, aber ich kenne es ein bisschen vom Sehen. Das sieht sehr interessant aus. Es hat eine riesen Fangemeinde und ich freue mich für die Leute, die darauf immer gewartet haben. Ja, was gab's noch zu sehen? Dann gab es ein kurzes Intermezzo mit dem neuen Batman Arkham Knight. Da wurde angekündigt, dass auf der PS4 die sogenannten Scarecrow-Missionen dabei sein werden. Das ist auch wahrscheinlich wieder so ein DLC-Paket, was dann erst später auf den anderen Plattformen kommt. Dann ging es um Project Morpheus, also die VR-Brille. Und was ich ganz nett fand, es wurde endlich mal ein Spiel angekündigt, was wohl auch auf der E3 spielbar sein soll. Das nennt sich Riggs und ist wohl so ein, etwas banal ausgedrückt, so ein Arena-Shooter für wohl 3 gegen 3, wenn ich mich recht entsinne. Ja, muss man halt Hand anlegen. Ich persönlich hab mit dem VR jetzt nicht so viel Kontakt. Muss man abwarten, wie es wird. Wurde nicht viel gezeigt. Es ging dann auch noch mal kurz darum, dass Sony ja jetzt mit Spotify zusammenarbeitet und dass die in den USA ihre TV-Dienste ausweiten, dass man da die ganzen Sender kaufen kann, aber das zählt halt, wie gesagt, nur für die USA. Und wenn sowas in Europa kommt, dann wird das eh erst zur Gamescom angekündigt. Dann kam der nächste. Ja, man muss schon sagen, es war auch wieder ein Hammer, auch wenn es mich persönlich wieder mal nicht interessiert hat, weil ich es nicht spiele. Und zwar Call of Duty Black Ops 3 wurde jetzt bei Sony angekündigt, weil die jetzt mehr oder weniger die Partnerschaft mit Activision haben. Und ja, sozusagen, jetzt ist die PS4 die Leitplattform für Call of Duty. Also wenn man es mag, ist das eine coole Sache. Es wurde ein bisschen Gameplay gezeigt. Es ging wohl darum, dass das Spiel jetzt Koop unterstützt für 4 Spieler. Dass man vor den Missionen seine Ausrüstung einstellen kann und dass die Ausrüstung wohl auch sehr stark beeinflussen soll, wie man die Mission spielen muss. Das Setting ist so ein Zukunftssetting, wie es ja beim letzten Teil auch schon benutzt wurde. Ich weiß nicht, ob es genau das gleiche Jahr ist oder so, aber es sieht ähnlich aus. Man hat halt Leute, irgendwelche Supersoldaten mit irgendwelchen albernen Waffen, aber es ist halt kein richtiges Science-Fiction-Setting, es ist halt mehr so die nahe Zukunft. Es gibt irgendwelche Roboter und ähnliches. Ja, es sieht nett aus, aber ich persönlich bin bei Call of Duty komplett raus, das muss ich einfach mal sagen. Es wurde kurz was vom Multiplayer gezeigt, wo ich mir dachte, jetzt spielen sie Titanfall, weil die ganze Zeit alle Leute nur sinnlos an der Wand lang gelaufen sind. Ansonsten sah es halt aus wie Call of Duty. Ja, wahlloses Umschießen von fremden Leuten. Da kann man wirklich nicht sagen, hast du die alten Teile gesehen, dann weißt du, wie es neu aussieht. Es wurde aber angekündigt, weil ja PS4 jetzt die Leitplattform ist, dass zuerst die Beta auf der PS4 stattfinden wird und dass es wohl auch auf der PS4. Also es wurde gesagt, die PS4-Spieler können zuerst spielen. Was das nun konkret heißt, ist die Frage. Ich kann mir selber ehrlich gesagt fast nicht vorstellen, dass das tatsächlich nur am Anfang auf der PS4 rauskommt. Und wenn es so also sein sollte, dann ist das kein, da wird es wahrscheinlich 1 Woche früher oder so, aber nicht mehr. Weil, jetzt mal ehrlich, als ob Activision sich auf eine Plattform beschränken würde, das ist Irrsinn, das machen die nicht. Ja, dann ging es um Star Wars. Und zwar zum einen um Star Wars als Erweiterung von dem Disney Infinity 3.0 Spiel. Da kommen 2 Spielsets raus, eins zur sozusagen, banal ausgedrückt, ein Set zu den alten Filmen, ein Set zu den neuen Filmen. Aber ich habe keine Ahnung von Disney Infinity, kann das jetzt nicht groß kommentieren. Leute, die drauf stehen, finden es bestimmt cool. Es sah sehr umfangreich aus, viele Männchen, die man dann da wohl dazu kaufen kann. Und es hieß wohl, dass eine Boba Fett-Figur rauskommt und die auch am Anfang, also sozusagen exklusiv erstmal für PS4 ist und dann erst später für andere Plattformen kommt. Und dann wurde noch Star Wars Battlefront nochmal gezeigt und diesmal bei Sony hat man mal eine Offline-Mission gezeigt, beziehungsweise kann auch online gewesen sein, aber es war halt eine KI, eine Mission gegen die KI. Das war kein klassischer offener Gefechtsmodus. Und es war halt Koop-Modus, man hat 2 Spieler gesehen. Und die mussten sich ja gegen die Sturmtruppen durchsetzen. Das sah sehr, sehr cool aus, allein schon grafisch, also wirklich. Aber das hat man ja schon bei EA gesehen. Aber ich finde es halt cool, dass es auch Solo-Missionen gibt.
Und es wirkte ein bisschen so, als ob man da halt erstmal lernt, mit den ganzen Waffen und Fähigkeiten richtig umzugehen, was ich sehr cool finde. Und es wurde nochmal kurz gezeigt, dass das Spiel halt auch einen Splitscreen-Modus haben wird. Und das finde ich persönlich super cool, weil, sagen wir es mal so, ich habe früher unglaublich viel Multiplayer gespielt, aber eben immer im Splitscreen. Da ich auch noch aus einer Zeit komme, wo sozusagen Online-Multiplayer noch nicht so groß war und ich auch lange kein tolles Internet hatte und Splitscreen. Setze deine Freunde halt vor den Fernseher und dann kannst du halt immer schön beim Kollegen auf den Bildschirm gucken und sehen, wo er sich versteckt. Nein, das ist schon eine super Erweiterung. Ja, und am Ende kam dann endlich das, worauf die Leute auch gewartet haben und was kommen musste in der Sony PK. Es wurde Uncharted 4 nochmal gezeigt, A Thief's End. Und diesmal wurde richtig ein Segment wo aus einer Mission gezeigt. Also Gameplay am Anfang. Sind Nathan Drake und Sully unterwegs auf einem Markt, überall Menschen und die suchen wohl einen Turm. Und ja, dann geht's halt rund, dann kommen böse Leute und alle fangen an rumzuschießen. Ich muss sagen, die Soundcodierung war ziemlich gut, das klang alles doll. Das war unglaublich detailreich alles. So viel Zeug, was da rumlag und vor allem so viel Zeug, was kaputt gehen konnte. Das war schon beeindruckend. Und dann gab es eine Szene, da sind die beiden halt, die sind geflüchtet, in einen Jeep eingestiegen und dann konnte man wohl selber den Jeep fahren und es ging darum, dass man sozusagen, die Stadt lag an einem Hügel oder und man ist die ganze Zeit bergab gefahren. Der Witz ist aber, man wird von so einem Truppenfahrzeug verfolgt, was einem die ganze Zeit mit dem MG beschießt. Und es geht darum, diesem Fahrzeug immer so ein bisschen auszuweichen, indem man in Seitenstraßen reinfährt. Und die sind halt voller Zeug und dann nimmst du irgendwelche Marktstände mit, um. Es ist wirklich Irrsinn. Also so was Detailreiches. Es sah so unglaublich gut aus. Also ich persönlich freue mich auf Uncharted 4. Das war wirklich toll. Das wird spielerisch wieder wie die Vorgänger, sehr cineastisch, sehr linear, aber das wird so gut inszeniert sein. Ich freue mich drauf. Und ja, das war's mit der Sony PK. Ich persönlich, ich weiß nicht, ob das alles real war oder ob ich mir das eingebildet habe. Ich würde sagen, für mich persönlich war es jetzt nicht unbedingt das Highlight, das liegt einfach dran, weil die Spiele, die so toll krass angekündigt wurden, zu denen habe ich keine Verbindung. Da steht Ubisoft schon weiter vorne, aber objektiv gesehen ist Sony momentan wirklich vorne dabei. Es wirkt ein bisschen so, als ob sie diese PK nur gemacht haben, um die anderen schlecht dastehen zu lassen. Von wegen, hier, guck mal, was wir raushauen können, ne? Ist eine tolle Sache. Vielleicht waren sie auch einfach genervt, wenn ständig Nachfragen kommen: Last Guardian, Final Fantasy VII Remake. Vielleicht hatten sie auch einfach keinen Bock mehr und haben gesagt: Okay, hier, habt euer Zeugchen, jetzt seid ruhig. War auf jeden Fall eine tolle Sache. Heute geht's weiter. Heute kommen noch Nintendo, Squaresoft und die PC Gaming Show. Die gucke ich mir auch an. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!